Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Also finanziell mit den Metzgereien Bombe. Da kriegen wir keine Probleme mehr so schnell. Schön. Die soll mal wässern gehen. Und danach müssen wir noch das letzte, was fehlt noch? Gegen Unkraut. Pestizid, ne? Ja. Geh weg. Aber wenn wir schon mal dabei sind, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Vogelscheuchen. Damit wir die Vögel abhalten können hier. Moment. So. Ganz wichtig. So, das sollte reichen. Wir gucken nochmal nach den Kühen. Aber die sind noch im Zulauf. Alles gut. Die Metzgereien laufen auf Hochtouren noch. Oh, wunderbar. Rindfleisch haben wir en masse wieder. Das verkaufen wir direkt mal. Oh. 440.000, das ist echt Hammer. Also mit dem Rindfleisch, das lohnt sich. Da kann ich mir jetzt eigentlich auch wieder meinen Windradpark bauen, ne? Aber das ging noch nicht, weil wir müssen dafür was erforschen. Erfordert Schulung, Nutzung erneuerbarer Energien oder Energiequellen. Schade. Ich muss leider noch warten, bis das durch ist. Und das dauert leider noch 178 Tage, so. Jo. Hier warten sie noch auf die Lieferung, okay. Direkt wieder Kühe nachkaufen. Hier auch. Die Schweinchen wollen sich fortpflanzen. Machen wir natürlich direkt. Jetzt müssen wir eigentlich auch hieran schön sehen können, dass durch den Regen die Feuchtigkeit ansteigt. So sollte es halt sein. Gerade tut sich noch nichts. Aber wir gucken gleich nochmal drauf. Ah doch, jetzt ist es gestiegen gerade. Alles gut. Dann kultivieren wir den Boden auch direkt. Nee, um Gottes Willen. Direkt mal kultivieren. Dann müssen wir noch düngen. Aber da haben wir noch Zeit bis nach dem Winter. Dann können wir eigentlich danach auch das Feld mal hier grubbern. Ja, Dreckkastengebrauch, alles klar. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass man den Leuten oder den Fahrzeugen nicht so eine Art Aufgabenliste geben kann. Also, weiß ich was, fang an mit Feld 1 und dann machst du direkt Feld 2, Feld 3 dran und der arbeitet das nacheinander ab. Das wäre noch eine richtig coole Sache. Aber wahrscheinlich wird das zu aufwendig zu programmieren, weil er so viel rumwuselt und automatisch abläuft, dass das wahrscheinlich nicht so einfach umsetzbar ist. Gucken, ob er jetzt den Trecker schon verfügbar hat. Jawohl, das geht. Das ging früher nicht. Früher musste man immer warten, bis der Männeke vom Trecker bis ins Haus gelaufen ist.
Ja, wobei der Weg so kurz ist. Vielleicht war er auch schon im Haus. Keine Ahnung. Müssen wir mal drauf achten. Deine Tiere sind krank. Das ist nicht gut. Rufen doch direkt meinen Tierarzt. Hier haben wir schon wieder keine Kühe. Oh, hier auch nicht mehr. Ja, wenn der da für die Metzgerei kommt, der nimmt direkt 6 Viecher oder 5 Viecher mit. Das ist der reinste Wahnsinn. Aber es lohnt sich. 15 Tonnen Rind. Okay, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Tiernahrung ist knapp. Woran liegt's? Haben wir nichts mehr? Oder haben die nichts nachgeholt? Aber okay, Gras ist langsam alle. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Roggengras, Äpfel, Häcksel, Gärfutter. Dann kaufen wir noch was. Wir machen so viel Umsatz, dann können wir auch mal richtig in die Tasche greifen, den Tierchen was kaufen. So futtern. Ach komm. Nein. So. Fressen die Lupine? Fressen die das? Nee, fressen sie gar nicht. Ne? Raps, Hafer, Gärfutter und Häcksel. Okay, schauen wir nochmal. Ja, komm rein damit. Gras auf jeden Fall. Dann nehmen wir direkt mal 8000 oder so. Roggen nehmen wir auch auf jeden Fall was mit. Alles klar, so. Dann dürften die Tierchen bald wieder was zu futtern haben. Kühe sind im Zulauf. Hier müssen wir noch 3 kaufen. Hier noch 2. Hier ist doch diesem Zulauf. Alles gut. Okay. Schweine haben wir gar keine mehr. Okay. Wahnsinn, ey. Also da freue ich mich schon drauf, wenn die Forschung durch ist, dass wir die riesigen Viehställe kaufen oder bauen können. Großer Schweinestall. Großer Schuppen. Großer Kuhstall. Oh, da brauchen wir noch viel mehr, ne? Also ein Jahres Landwirtschaftsakademie sind wir gerade dran. Kurs für Tierzüchter brauchen wir dann. Workshop für Vieh-, Schaf- und Ziegenzüchter. Schulung über industrielle Verwaltung von Viehfarm. Aber ich denke mal, die Sachen, die dauern nur ein paar Tage oder sagen wir mal 2-3 Wochen, das geht. Also hier die Einjahres-Landwirtschaftsakademie, die ist schon hart. Weil wir haben relativ viel der Spielzeit auf Schnellvorlauf stehen und naja, haben es knapp die Hälfte rum. Ja, mehr als die Hälfte. Ja, Temperatur wird niedrig, alles klar. Die waren ja soweit. Das ist alles gut. Ja, dann können wir hier noch, bevor es jetzt gar nicht mehr geht, schnell kultivieren fahren. Sobald es anfängt zu frieren, wir sind schon bei 2 Grad, ist Schicht im Schacht. Nutzen wir die Zeit dann noch schnell. Und ich muss wieder Kühe kaufen. Also langsam wird das hier ein bisschen zum Klickfest, aber das ist der Produktion geschuldet hier. Von unseren Metzgereien. Die sind noch im Zulauf, die Schweine, okay. So, dann kaufen wir uns doch direkt mal einen Mähdrescher. Da hatte ich eben schon von gesprochen. Dann tun wir das doch auch. Wir haben auch einen neuen dabei. Jetzt bin ich gerade, warte mal. Hier, der kann mehr Maisgebisse. Oder mehr Gebisse drauf fahren. Also einfach nur von der Länge wird es sein, ne? Ja.
Aber wir haben große Felder, kaufen auch den großen. Macht Sinn. Und dazu nehmen wir. Wir nehmen. Feldspritze, Obstbau, nein, brauchen wir nicht. Hackvorsatz. Oh, cool. Brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen eine Pflanzmaschine. Die könnten wir uns eigentlich ja auch anschaffen für das kleinere Feld unten. Für Paprika, das wäre doch eine Idee, oder? Komm, das kaufen wir uns auch. Da können wir Paprika setzen, finde ich ganz gut. Miststreuer haben wir schon. Ich suche eigentlich das Gebiss zu dem hier, das Schneidwerk. 9 Meter. Damit können wir eigentlich alles an Getreide auch abfarmen. Da würde ich sagen, machen wir auf das kleinere Feld dann ja, Paprika drauf und hier auf das große oben Lupine oder sowas. Das wäre doch eine Idee. Kaufen wir. Packen wir mit hier drauf. Gucken wir, was wir noch Schönes kaufen können. Genug Geld haben wir jetzt ja. Fluglilly. Sammelrechen. Ich kenne das nur unter Zetter, aber nun gut. Sprenkler haben wir schon. Kunstdünger brauchen wir nicht. Da machen wir. Da streuen wir Mist. Mais könnten wir auch noch ansetzen. Die Frage, wie viel Mais bringt. Mais und Sonnenblumen. Na komm, kauf mal einfach. Zack. Papa, Mama. Strohballen machen wir später. Anhänger für Strohballen brauchen wir erstmal nicht. Aber eine Mähmaschine brauchen wir aber. Weil wir hier unten Rasen anbauen wollen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die geht hier rein. Was jetzt auch noch sinnig wäre. Wir brauchen noch einen Kastenanhänger. Ne? Wir müssen ja den Kram irgendwie transportieren können. Ja, das ist mal so ein bisschen irritierend. Weil, also hier müsst ihr auch Gerste und alles reingehen. Wird ja sonst keinen Sinn machen. Zack. Rauf damit. Ja, also eigentlich dürfte ich jetzt nichts vergessen haben. Sprenkler hatten wir, Pflug hatten wir auch. Aber doch mal, Sämaschine haben wir, glaube ich, noch keine, ne? Wir brauchen natürlich auch eine Sämaschine, damit wir überhaupt unsere Felder bestellen können. Ah, gibt es ja keine größere. Sämpflanzmaschinen, gucken wir doch mal hier. Pflanzmaschinen für Kartoffel, Pflanzmaschinen für Obstanbau. Pflanzmaschine, die haben uns ja eben schon gekauft, meine ich. Damit wir Paprika einbringen können, das war das ja. Es gibt nur die hier, ne? Getreide. Punkt-Sämaschine. Ach Gottchen, ne. Aber Kürbisse, Gurken, glaube ich, bauen wir erstmal nicht an. Wir machen erstmal das hier, komm. Zack. Das reicht jetzt auch. Ganze Fuhrpark schon stehen hier. So, das Feld ist jetzt auch soweit in Ordnung. Wunderbar. Feuchtigkeit ist ein bisschen hochgegangen, aber noch nicht perfekt. Wieso steht der eigentlich jetzt noch auf Kultivieren? Ah, der ist ja nur stehen geblieben vom letzten Mal, alles klar. Okay, wir können aber noch nicht wässern. Und ich habe wieder keine Kühe, weil ich zu lange gebraucht habe zum Einkaufen. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell das geht. Ich brauche unbedingt die größeren Viehställe. Krass. So.
Aber wir haben hier schon wieder fast 4 Millionen, ey. Der reinste Wahnsinn, was da an Kohle reinkommt. So, jetzt sollten die Felder eigentlich auch wieder Feuchtigkeit dazu gewinnen. Das hat man eben schon. Ja, das passt auch. Sehr gut. Oh. Wetteralarm zu niedrige Temperaturen. Ja, okay. Da machen wir nichts dran. Oh, hier kommen wir ernten. Los geht's. Ah, gerade Rind verkauft. Jetzt haben wir über 4 Millionen. Ist gerade rausgegangen, als wir wurde gerade verkauft, als wir reingeguckt haben. Wahnsinn, ey. Coole Sache. Also mir gefällt das Spiel richtig, richtig gut. Macht leicht süchtig, muss ich dazu sagen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der diese Art Spiele mag. Aufbausimulation oder Manager. Super Sache. Seit der Beta hat sich echt richtig viel getan. Oh, was haben wir hier? Päckchen, Nicole Fleischer. Nicole, wo bist du? Nick, da ist die Gute. Und da hat sie ihr Paketchen. So. Verkaufen direkt per Hand unsere Erdbeeren. 3,870. Oh, die steigen aber auch jetzt. Klar, es ist jetzt Winter, sprich Herbst. Hab ich jetzt verkauft? Nee, wurden automatisch verkauft. Eine Zeit, ich habe zu lange gezögert. Okay. Ja. Also die Paprika lohnt sich eigentlich mehr. Wie sieht das hier aus? Schon wieder leer? Ach du Heilige. Na gut, die ganze Lager waren leer. Dann hat der Reck wahrscheinlich mehrere Tiere auf einmal geholt. Wahnsinn. Kommen wir nicht mal ansatzweise an die Kapazität des Lagers. Also ein größeres Kühllager brauchen wir auf gar keinen Fall. Meine Tiere sind zur Fortpflanzung bereit. Okay. Die haben kein Futter mehr? Naja, komm. Die Lager sollten auch noch voll sein. Mehr als voll. Passt schon. Was ist hier? Okay, fährt weiter. Ich dachte schon, er wird hängen. Aber das läuft echt gut. Bis jetzt keinerlei Probleme, keinerlei Staus, keine Fahrzeuge, die irgendwo hängen bleiben oder tornadomäßig wegschwirren. Alles tutti. Da haben die echt saubere Arbeit geleistet, muss man schon sagen. So, ich würde dann für heute aber auch so langsam Schluss machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Wir werden die Tage auf jeden Fall nochmal streamen, weil es macht uns tierisch viel Spaß. Und da würde ich sagen, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.